Warum ist der Carsten eigentlich so laut? Ich bin hier. Und wo seid ihr? Welche Nationalität dieses Kind hatte? Ich frage mich, wie ihr schweigen könnt, wegsehen könnt. Ihr seid nicht da, wo es wehtut. Es war ein Kind. Sollen jetzt nur deutsch, türkische oder polnische Menschen betroffen sein? Ich verstehe das nicht. Eure Tastatur zu bedienen ist keine Leistung. Hallo, ich bin's, Carsten Stahl. Ich bin der Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in Deutschland und Österreich. Und wieder ist es geschehen. Schon wieder ist ein Kind tot. Ein 5-jähriges Mädchen ist in Berlin getötet worden, erstochen worden. Und das Wichtigste zuerst. Mein tiefstes Beileid, meine aufrechte Anteilnahme für die Familie, für die Angehörigen, für die Freunde dieses Kindes. Und meine Forderung, lückenlose Aufklärung und ein hartes Urteil für den Mörder, der diesem Kind das Leben genommen hat, einem 5-jährigen Mädchen, das das ganze Leben noch vor sich hatte. Knallharte Gerechtigkeit und eine hohe Haftstrafe. Und für Mord gibt es nur ein Urteil, lebenslänglich. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger ist festgenommen worden und wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Was ist genau geschehen? Genau das muss man aufarbeiten. Hier sind wir an einem Spielplatz, an einem kleinen Spielplatz in Berlin-Pankow. Auf diesem Spielplatz hier ist der 19-jährige Tatverdächtige, der Babysitter, der auf die Kinder aufpassen sollte, zum Spielen gewesen. Und dann ist er unter der Aussage, dass das 5-jährige Mädchen auf Toilette muss, mit dem Mädchen weggegangen und hat die anderen Eltern gebeten, auf die Kinder aufzupassen, auf die Geschwister aufzupassen. Dann war er eine Zeit lang weg und kam dann zurück, ohne das 5-jährige Mädchen. Den anderen Eltern kam das komisch vor. Es muss ihnen komisch vorgekommen sein, denn sie haben die Polizei gerufen. Und dann kamen auch die Eltern dazu und dann begann eine Suchaktion in einem anderen Park. Dort wurde das Mädchen von einer Frau gefunden. Sie hat sofort die Rettungskräfte geholt. Die kamen, haben das Mädchen leblos vorgefunden, haben es reanimiert und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo es dann verstorben ist. Wieder ist ein Kind tot. Ein Mädchen wurde nur 5 Jahre alt, weil ein Täter sie getötet hat. Was ist passiert? Genau das gilt es jetzt aufzuarbeiten. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt und dann wird darüber gesprochen. Für mich, jemand, der sich seit zig Jahren im Kinderschutz befindet und viele Fälle begleitet hat, auch Mordfälle, für mich stehen hier viele Dinge im Raum. Aber ich frage mich, warum ist dieses Mädchen tot? Was ist passiert? Ein Babysitter, der auf Kinder aufpasst? Wie oft, und das ist jetzt nur ein Gedanke, wie oft waren es Babysitter, die Kinder missbraucht haben? Wie oft sind genau aus solchen Missbrauchstaten Morde geworden, weil man die Kinder zum Schweigen bringen wollte? War es vielleicht eine Beziehungstat? War es was Familiäres? War es Hass? War es Wut? War es Rache? Oder war es niedrige Beweggründe? Fakt ist, ein Mädchen ist tot. Ein kleines, 5-jähriges Mädchen ist tot. Und wieder, immer wieder stelle ich mir eine Frage. Wieso haben so viele Menschen Messer? Messer. Und die Politik und die Verantwortlichen wollen dieses Thema nicht hören. Messerattacken. Immer mehr Messerattacken und immer mehr Morde in Deutschland mit Messern. Es wird immer noch totgeschwiegen, verharmlost. Es wird nicht aufarbeitet. Es gibt sogar Bundesländer, da werden Messerstatistiken gar nicht gezählt. Schon vor vielen Jahren, allein im Jahr 2018, habe ich darüber berichtet, in einem Bericht in einer Zeitung, dass immer mehr Jugendliche sich Messer einstecken. Aus dem Gefühl, sich stärker zu fühlen, sich sicherer zu fühlen oder aus Angst. Wir haben einen Messerkult in Deutschland. Einen Messerkult. Und immer wieder, wer ein Messer dabei hat, wird es unter Umständen in einer Notsituation, wenn er bedrängt ist, oder aus Wut ziehen und dann auch benutzen. Oder, so wie in diesem Fall, einen Menschen töten. Vielleicht einen Menschen mit Drohen, erpressen, nötigen, Dinge erpressen. Wir wissen es nicht, aber es wird hoffentlich ans Licht kommen. Aber die Politik, und die muss hier handeln, nicht nur bei diesem Fall, sondern endlich Prävention an den Schulen, Aufklärung in der Gesellschaft zu diesem wichtigen, extremen Gefahrenpotenzial Messerattacken sprechen. Es gibt natürlich auch welche, die werden sich hinstellen und sagen, ja, diese Tat, was hat die denn mit Gewalttaten zu tun, wo sich gegenseitig Jugendliche vielleicht bekämpfen mit Messern oder in Schulen, wo sie vielleicht ein Messer ziehen oder in irgendwelchen Straftaten. Entscheidend ist ein und das gleiche Bindungsglied, das Messer. Ein Messer. Wir müssen Messer in Deutschland verbieten. Können wir natürlich nur schwer, weil wir haben Brotmesser, wir haben andere Messer. Aber ich rede natürlich genau von diesen Messern, die man schnell einstecken kann. Meistens Klappmesser etc. Immer wieder wird darüber geredet, dass man ein Messerverbot haben will. Natürlich kann man es nicht generell verbieten, aber wenn jemand
weiß, dass er dafür bestraft wird, wenn er ein Messer bei sich trägt, dann überlegt er sich das vielleicht auch nochmal, ein Messer bei sich zu tragen. Was mich aber immer wieder ankotzt, ist, wenn ich lesen muss, in Zeitungen, egal welcher, wenn man darüber redet, welche Nationalität dieses Kind hatte. Deutsch, polnisch, türkisches Kind. Aha. Es war verdammt nochmal ein Kind. Dabei ist die Herkunft vollkommen egal. Sollen jetzt nur deutsch, türkische oder polnische Menschen betroffen sein? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das immer nicht. Und zu sagen, wer der Täter ist, das ist immer wichtig. Klar ist das wichtig. Aber mir dabei ist das scheißegal, ob ein Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder aus Deutschland kommt oder aus anderen Ländern. Es ist mir scheißegal. Mörder ist Mörder, Arschloch ist Arschloch. Entscheidend ist, wie viele Menschen, wie viele Kinder müssen noch sterben, bis die Gesellschaft endlich aufwacht und die Politik handelt? In Berlin? Politik handelt? Hier geht es der Politik nur um eins. An der Macht zu bleiben. Sie interessieren sich einen Scheiß für die Nöte und Sorgen der Bürger und schon gar nicht für die Kinder. Wieder ein bedauerlicher Einzelfall in der 100.000-fachen Statistik von Einzelfällen. In Deutschland und auch in Berlin. Nicht wahr? Und jetzt gehe ich zu diesem anderen Park und möchte sehen, wo dieses Mädchen abgelegt wurde, zum Sterben zurückgelassen. Diese 1,5 Kilometer bis zu diesem Tatort. Ich weiß nicht, was in so einem Kopf eines Menschen vorgeht, der ein 5-jähriges Mädchen tötet. Ich weiß, was in meinem Kopf als Vater vorgeht, wenn ich darüber nachdenke, was ich tun würde. Oder was ich nachdenken würde, wenn man das meinem Kind antun würde. Oder wenn ich wissen würde und sehen würde, dass man es einem anderen Kind antut. Das sind Gedanken, die ich mir vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie krank, wie kaputt, wie besessen man sein muss, um sowas einem 5-jährigen Kind anzutun. So. Aufgrund natürlich der ganzen Ermittlungsarbeiten und der Spurensuche der Polizei ist natürlich dieser ganze Park hier großräumig abgesperrt, weil sie natürlich Beweise sichern und wahrscheinlich auch andere Spuren, die damit zu tun haben könnten. Deswegen mussten wir jetzt zu einer anderen Seite kommen. Hier steht die Polizei schon, hier sieht man, dann haben sie den Park abgesperrt. Seit 9,5 Jahren kämpfe ich für den Schutz von Kindern. Ich war auf 8 Beerdigungen und auf vielen Mahnwachen. Eine Mahnwache ist dafür da, dass man die Gesellschaft und die Verantwortlichen in unserem Land ermahnt, uns alle ermahnt, darüber nachzudenken, etwas zu verändern. In Gedenken an Menschen, die sterben, an Kinder, die sterben, an die Missstände in unserer Gesellschaft, das Totschweigen, das Verharmlosen endlich abzustellen. Und was mir ganz besonders am Herzen liegt, den Schutz der Kinder zu einer der obersten Prioritäten zu machen. Denn das ist ja nicht in unserem Land. Der Schutz von Kindern interessiert die Politik nicht als erstes oder als eines der wichtigsten Themen. Da kommen viele andere Dinge. Und irgendwann kommt der Schutz der Kinder, weil Kinder Geld kosten, weil Kinder nicht wählen können und weil Kinder auch keine Steuern zahlen. Für mich ist das unerträglich, weil Kinderschutz uns alle angeht und die Moral einer Gesellschaft sich darin zeigt, wie sie sich um ihre Kinder kümmert. Das ist ganz wichtig. Hier haben Menschen für dieses Kind, für dieses 5-jährige Mädchen Blumen und Kerzen niedergelegt. Ich habe das schon so oft gemacht, erst beim letzten Mal bei dem erstochenen Mädchen in Illerkirchberg, auch erstochen wurde und zum Sterben zurückgelassen wurde. Etche war ihr Name. Der Name dieses Kindes ist noch nicht veröffentlicht worden. Das muss er auch nicht. Es war ein Mensch, eine Seele, ein Kind. Ganz egal welcher Abstammung, ganz egal welcher Kultur, ein Menschenleben, ein Kinderleben, eine Kinderseele, die hätte noch leben können und müssen. Und genau deshalb ist es mir auch wichtig, genau wie die Menschen hier, auch für dieses Kind. Auch für dieses Kind in Gedenken eine Kerze anzuzünden und sie hier genau wie die
Wisst ihr, es gibt immer noch Menschen, die da draußen rumlaufen, die der Meinung sind und immer wieder sagen, warum ist der Carsten eigentlich so laut? Warum ist er so laut und so aggressiv? Ich frage mich, wie ihr schweigen könnt, wegsehen könnt. Dieses ganze Versagen, diese Missstände, das Morden, diesen ganzen Kindesmissbrauch, die Suizide durch Mobbing einfach akzeptieren könnt und nicht den Mund aufmacht. Ja, ich habe es jahrelang probiert, leiser zu sein. Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Sie haben es ignoriert. Seitdem ich laut bin, seitdem ich klar und deutlich Forderungen stelle, Kinderschutz ist unverhandelbar und nicht diskutierbar, werden Gesetze verändert. Steht viel mehr in den Medien darüber, was sich verändern muss, gesellschaftlich bewegen muss. Aber wenn man leise ist, dann wird man auch oft nicht gehört. Wer laut ist, hat Unrecht. Ach wirklich? Gesetze in den Bundestag getragen? Auf Beerdigung gewesen? Auf Mahnwachen gewesen? Hier! Ich bin hier! Und wo seid ihr? Ihr reißt das Maul auf? Sitzt in euren Bundestagen, in euren fetten Büros, kassiert Kohle? Ihr seid nicht hier. Ihr seid nicht da, wo es weh tut. Ihr seid nicht bei den Beerdigungen, ihr seht den Eltern nicht ins Gesicht. Ihr redet nicht mit den Opfern der Ermordeten, die sich bei mir melden. Ich bin hier und die Polizei ist hier. Und wo seid ihr? Genau da. Also tut mir einen Gefallen. Entweder macht ihr euren Job für die, die in der Politik sind und in der Verantwortung sind. Macht endlich Prävention und Aufklärung. Und für die, die immer so viel Scheiße über mich reden, ich würde euch vorschlagen, haltet euren Mund, verkriecht euch in euren Kellern und macht genau das, was ihr immer tut. Nichts. Eure Tastatur zu bedienen, ist keine Leistung. Herz zeigen, sich für andere einsetzen, für Kinder einsetzen, gegen Missstände einsetzen, das hat was mit Courage zu tun. Scheiße im Netz zu schreiben, das hat nichts mit Leistung zu tun. Aber ich nehme euch gerne mit auf solche Mahnwachen. Gerne mit an den Gräbern. Dann könnt ihr den Eltern mal euren Schwachsinn ins Gesicht sagen. Oder ihr kapiert vielleicht dann, wie wichtig es ist, das zu tun, was ich seit 9,5 Jahren tue. Für die Kinder, nicht für mich. Für meine Kinder, für eure Kinder, für andere Kinder. In Gedenken an Kinder, die umgebracht wurden, in Gedenken an Menschen, die getötet wurden. Und die Politik endlich zum Handeln zu bewegen, die Verantwortlichen zum Umdenken zu bewegen und unsere Gesellschaft zum Nachdenken zu bewegen, dass sich endlich etwas verändern muss. Denn wenn die Polizei ankommt, ist es zu spät für Prävention und Aufklärung. Und wenn Straßen gesperrt werden, geht es darum, Spuren zu suchen. Prävention bedeutet, vorher etwas zu bewegen, Menschen zu verändern, zum Umdenken zu bewegen, dass sie erst gar nicht zu Opfern oder zu Tätern werden, nicht zu Mördern werden, damit kein Mensch sterben muss. Es ist so viel Leid, so viel Krieg, so viel Versagen auf dieser Welt. Und ich habe so die Schnauze voll. Und deshalb mache ich meinen Mund auf. Und wenn es nicht passt, das ist mir scheißegal. Ja, wie ihr seht, ein Großaufgebot von Polizei, von Kriminaltechnik. Und das ist auch wichtig, dass man den Mörder überführen kann. Die Frage ist doch, wie die Justiz nachher damit umgeht. Und ob der Täter wieder eine leichte Haftstrafe bekommt für Mord, wie es schon so oft passiert, oder in irgendwelche Psychiatrien landet. Ein Menschenleben ist genommen worden. Und ich kann nur hoffen, dass die Gerechtigkeit hier auch gerecht handelt und dass dieser Täter keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ist, jemals mehr sein wird. Und vor allen Dingen, dass diese Kinderseele Gerechtigkeit widerfährt, die genommen wurde. Wie unsere Gesetze sind, das weiß ich. Man kann knallharte Strafen sprechen. Nur, in 9,5 Jahren habe ich eins gelernt, dass in unserem Land Täterschutz vor Opferschutz ist. Das sehe ich jeden Tag. Jeden Tag. Und das macht mich so wütend. Und die Jungs können nur ihren Job machen. Und den tun sie. Mit bestem Wissen und Gewissen. Und die Justiz kann nur das umsetzen, was die Politik auch vorgibt. Aber wenn man Menschen mit Bewährung davon kommen lässt oder immer wieder auf Einzelfall tut, wird sich nichts ändern. Und wir müssen knallhart durchgreifen in unserem Land, wenn Menschen Grenzen überschreiten, egal woher er kommt, egal welcher Kultur, welcher Hautfarbe, welcher Religion und welche Nationalität. Mörder ist Mörder, Vergewaltiger ist Vergewaltiger, Kinderschänder ist Kinderschänder. Und Arschloch ist Arschloch und bleibt Arschloch. Was geht denn einem Menschen vor, der ein
Kind tötet, ist schon für mich unerträglich. Aber es dann abzulegen, irgendwo auf dem kalten Boden, irgendwo wie Abfall zurückgelassen, es ist... Und wenn man sich dann bedenkt, jetzt ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden und der wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Da müssen ja schon einige Dinge sein, dass man das tut. Und wenn man das jetzt mal sagt, wenn dieser Mann sich als Täter bewahrheitet, welche Kaltblütigkeit steckt dahinter, ein Kind das anzutun, zu erstechen, zum Sterben zurückzulassen und dann einfach zurück zu den Geschwistern zu gehen, und so tun, als wenn nichts gewesen ist. Ich erspare euch mal die Gedanken, die ich hätte, wenn ich der Vater dieses Kindes wäre. Was wären denn eure Gedanken?